Herzlich willkommen zum Podcast Magic Brain Kicks. Mein Name ist Dr. Maria Hoffacker und ich freue mich, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen zum Podcast für innovative Ideen, Gedankenanstöße für das Gehirn und vor allen Dingen auch viel Wissen über das Gehirn. Und heute freue ich mich besonders, es ist ein absolutes Highlight, weil ich habe den Hirnforscher Deutschlands gewinnen können für diesen Podcast. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Professor Dr. Gerhard Hüther. Ich winke rüber nach Göttingen. Ja, Herr Professor, Sie sind ja wirklich der Hirnforscher, also der als erster auch die Gehirnentwicklung und die Verwicklung des Gehirns analysiert hat und was wir da alles so an Potenzial vielleicht noch oben im Kopf haben und entwickeln dürfen. Sie haben ja auch die Akademie für Potenzialentwicklung gegründet und unheimlich viele Bücher geschrieben, also man kann es ja gar nicht mehr zählen. Ganz tolle, ich bin absoluter Fan, wie man unschwer heraushören kann, und ich freue mich total, dass wir heute, dass Sie sich eingelassen haben, mit mir ein bisschen das Thema zu diskutieren, wie wecke ich die Pippi Langstrumpf in mir und wie gehe ich mit anderen Buntsocken um? Weil ich fand das total toll, diese Idee, dass wir so ein bisschen Pippi Langstrumpf-Qualitäten wieder entwickeln dürfen. Wir haben ja alle, ja, irgendwie sehen wir, die Zeiten sind nicht gerade gut, ne? Also das muss man ja ehrlich sagen. Man könnte vielleicht sagen, man lebt in interessanten Zeiten, das wäre aber vielleicht ein bisschen untertrieben. Wir haben unheimlich viele Herausforderungen, vor allen Dingen die Jugend hat große Herausforderungen, die sie ja auch demonstrativ auf der Straße zeigen. Und es gibt auch viele Nöte von den Menschen, dass sie gar nicht wissen, in welche Richtung geht es und wie können wir da gemeinsam, und das geht ja nur gemeinsam und kollaborativ, wie ja nun auch die Klimakonferenzen alle zeigen. Und die Frage ist ja eben auch, ja, welche menschlichen Fähigkeiten oder wie können jeder Einzelne das entwickeln, was er wirklich braucht an Fähigkeiten, um mit anderen, aber da auch gemeinsam diese Zukunftsthemen alle zu bewältigen. Und wir sind ja teilweise auf gutem Weg, auf teilweise muss ich ehrlich sagen, ich komme ja auch aus der Nachhaltigkeit, bin alte, in Anführungszeichen, Umweltschützerin und habe lange Umweltmanagement gemacht. Und manchmal ist es ja auch total frustrierend, muss man ehrlicherweise sagen, also ne, dass man also auch ja, im pädagogischen Bereich, also ich mache auch sehr viel, auch ebenfalls in Pädagogik, und irgendwie denkt man, mein Gott, ne, das müsste doch jeder alle mal begreifen, aber irgendwie ist es nicht so, und deswegen wollen wir vielleicht heute mal so ein paar Anstöße noch geben, und ich weiß ja, dass Sie das hervorragend beherrschen, deswegen freue ich mich total, und meine Frage ist so ein bisschen nach den Qualitäten, nach denen, was sind die menschlichen Fähigkeiten, die Sie so denken als Hirnforscher, die für uns jetzt wirklich an der Zeit sind, endlich mal zu entwickeln, also wir haben sie ja wahrscheinlich, aber welche grundlegend Fähigkeiten, glauben Sie, sind für die aktuellen Zeiten jetzt wirklich an erster Stelle zu sehen, wo wir uns drauf fokussieren sollten? Das ist natürlich schon gleich eine ganz schwierige Frage, ganz zum Anfang, aber um nochmal bei den Problemen zu bleiben, die wir jetzt alle so miterleben, das sieht man ja, dass es nur noch wenige Menschen gibt, die sich aus den allgemeinen Denkmustern, von denen diese Gesellschaft beherrscht wird, herauslösen können. Mhm. Und ja, das sind auch welche dabei, die sich auf eine Weise herauslösen. Und wenn die anderen alle sagen, so ist es, dann sagen die, nein, es ist anders. Und manche davon haben dann sehr eigenartige Vorstellungen. Aber eine Gesellschaft, in der es niemanden mehr gibt, der, wenn alle nach rechts laufen, nach links geht, und der, wenn alle losrennen, stehen bleibt, das ist auch eine Gesellschaft, die in großer Gefahr ist, gemeinsam sich zu verlaufen. Mhm. Und unser menschliches Hirn ist ja nun so beschaffen, dass im Gegensatz zu dem, was wir bisher immer gelehrt bekommen haben, zeitlebens umbaubar ist. Also das heißt, das ist nicht so fest, wie man das so gedacht hat, von genetischen Programmen zusammengebaut, sondern wir müssen erst, ja, wenn man so prosaisch sagt, wir müssen erst unterwegs herausfinden, wie das Leben geht. Die Tiere haben da festgefügte Programme, Instinkte, die wissen, wie sie sich verhalten sollen. Bei uns sind diese Instinkte weitgehend weg. Und das, woran wir uns orientieren, sind die Vorstellungen, die wir haben und die wir im Laufe der Zeit auch über Generationen hinweg herausgebildet haben. Und ja, wir sind also eigentlich Suchende,
versuchen, irgendeine Orientierung zu finden, gießen die dann in bestimmte Vorstellungen, so muss es sein, darauf kommt es an. Und haben dabei immer wieder leider beobachten müssen, dass wir uns da auch geirrt haben. Also man kann sich als Einzelner auf seiner Suche, wie das Leben geht, hoffnungslos verirren. Und offenbar geht es aber auch so, dass eine ganze Gesellschaft oder eine ganze Kultur sich vorübergehend hoffnungslos verirren kann. Und dann werden die, dann wird das Leben und das Zusammenleben immer schwieriger. Dann kommt es zu Krisen, die immer schneller aufeinander folgen und zu immer größeren Problemen im Zusammenleben. Und dann sind das solche großen Wendezeiten, die da anstehen, wo sich irgendwo jeder weiß, so wie bisher geht es nicht weiter. Also mit den Vorstellungen haben wir uns verrammelt. Und jetzt müssten wir versuchen, einen anderen Weg zu finden. Und dann ahnt man schon, dass das nicht so ganz leicht ist, weil man ja auch ein bisschen an diesen Vorstellungen hängt. Und die sind ja oft über viele Generationen hinweg weitergegeben worden. Die waren auch eine lange Zeit so, dass man damit leben konnte. Da hat man, so haben wir ja mit diesen Vorstellungen diesen Wohlstand erarbeitet und unsere Position in der Welt. Und jetzt merken wir, so geht es nicht mehr weiter. Und ja, das ist die große Herausforderung, vor der wir stehen. Und wenn Sie mich dann fragen, was nun das Entscheidende wäre, was nun kommen müsste, ist, ja, das ist, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen näher drüber reden, weil das in einem Satz nicht so gut zu sagen ist. Aber was wir alle feststellen, ist, dass wir mit Hilfe unseres nackten Verstandes versuchen, alle Probleme zu lösen. Und dabei jetzt immer deutlicher merken, dass man mit Hilfe des nackten Verstandes auch lauter Probleme erzeugen kann. So, und das heißt, der nackte Verstand, den wir so wichtig finden und den wir ja deshalb sogar auch unseren Kindern schon sehr früh, wie wir das dann so nennen, beizubringen versuchen. Die sollen also auch möglichst schon im Kindergarten diese kognitiven Fähigkeiten alle ausbilden, von denen wir glauben, dass es später im Leben darauf ankommt. Und dieser nackte Verstand darf aber nicht, das ist ja praktisch nur ein Werkzeug. Und da muss man natürlich auch eine innere Orientierung haben, wofür man diesen Verstand nutzen möchte. Und an der Stelle hapert es furchtbar und deshalb müssten wir wieder lernen, unseren nackten Verstand mit unserer eigenen, ich nenne es jetzt mal Lebendigkeit, zu verbinden. Also wir müssten wieder empfindsam werden für das, was wir wirklich brauchen und könnten auf diese Weise wahrscheinlich nicht so sehr uns ausdenken, sondern spüren, worauf es im Wesentlichen im Leben ankommt. So, und wenn ich mir die gegenwärtige Zeit betrachte mit diesen vielen Verwirrungen, mit dieser Informationsflut, in der wir festhängen, dann sehe ich aber auch gleichzeitig, dass es immer mehr Menschen gibt, die nun angesichts dieser Situation anfangen, an dem zu zweifeln, was bisher von ihnen selbst auch für selbstverständlich gehalten worden ist. Also die Vorstellungen geraten ins Wanken. Das ist gut, weil mit den alten Vorstellungen geht es nicht weiter, aber es ist auch gefährlich, weil jetzt öffnen sich auch Türen für noch verrücktere Vorstellungen. Und da stehen wir jetzt im Augenblick und wissen noch nicht ganz genau, wo es lang geht. Wir sind wirklich total Suchende, ne? Das ist, und versuchen natürlich auch Leitplanken zu finden, wo es hingehen könnte oder auch ja, in irgendeiner Weise auch miteinander da zu suchen. Ne? Also das denke ich mir, dass auch sehr viele Gruppen oder auch hier in Berlin vor allen Dingen Startups versuchen, andere Wege auch der Zusammenarbeit zu finden, um so gemeinsam quasi die Köpfe kreativ und auch sehr viel emotional zusammenzubringen. Zu stecken, um neue Wege zu gehen. Das sind ja durchaus Fähigkeiten, die wir haben, die vielleicht auch ein bisschen ja, nach hinten gedrängt worden sind, weil Sie sagten ja, wir sind ja eher so kognitiv unterwegs. Früher hieß es ja so, ach, werden Sie bloß nicht emotional, das kenne ich noch. Ne? Also wo man so all diese Dinge total abschottete. Und jetzt geht es ja eher auch darum, wirklich da gemeinsam zu ringen, im wahrsten Sinne des Wortes, nach anderen Lösungen. Aber ich finde es auch nach wie vor schwierig, weil, das sagten Sie ja auch, diese alten Vorstellungen ja sehr dominant
dominant sind. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, fällt mir da auch zu ein. Und irgendwie ist es ja auch immer noch so drin. Auch das ist ja so ein bisschen was Urmenschliches. Und die Frage ist, müssen wir da wirklich über uns ja wirklich hinauswachsen, um diese, ja, sag ich mal, auch alten Instinkte, die irgendwie ja da auch drin sind, zu überwinden? Oder wie würden Sie da sehen, weil, dass es kollaborativ möglich ist? Oder diese, die andere Wege gehen, die Menschen, die Sie so eben erwähnt haben? Naja, was jetzt deutlich wird, ist, dass eine der fatalen Vorstellungen, die uns in diese jetzige Situation gebracht hat, darin besteht, dass uns eingeredet worden ist. Wir haben uns das auch gegenseitig eingeredet, ist ja auch schön bequem. Wir haben uns einreden lassen, dass Menschen Einzelwesen sind, wo jeder sozusagen irgendwie auf seine Weise mit seinen besonderen Anlagen irgendwie sich durchkämpfen muss. Und dann haben wir diesen Wettbewerb und diesen Leistungsdruck und das finden wir auch noch richtig, dass das so ist. Und deshalb setzt sich dann oder hat sich bisher jeder mit seinen Vorstellungen gegen die anderen versucht durchzusetzen. Das ist oftmals bis in die Familien runtergegangen. Also es gibt ja auch diese partnerschaftlichen Auseinandersetzungen, wo sich zwei streiten, die eigentlich doch ganz eng miteinander verbunden sind. Und was sich da streitet, sind gar nicht die beiden Menschen, sondern deren Vorstellungen. Und der eine will die Zahnpastatube zugedreht haben, der andere will sie offen lassen. Und schon hat man das Theater. Und das zieht sich dann durch bis auf die Ebene, wie wir eigentlich unsere Kinder ins Leben begleiten. Also was soll eigentlich Erziehung sein? Was soll Bildung sein? Lauter widersprüchliche Vorstellungen, wo dann nicht nur einzelne Personen, sondern dann auch ganze Gruppen sich zusammenschließen und gemeinsam ihre jeweiligen Vorstellungen durchfechten wollen. Jetzt haben wir noch das Internet und die Möglichkeit dann auch noch für sehr spezifische Vorstellungen, wo man normalerweise in seiner Stadt kaum andere Gleichgesinnte findet, die kann man jetzt mit Hilfe des Internets auch noch suchen und dann hat man das Gefühl, dass da ganz viele sind, die auch die Überzeugung haben, die man selbst hat und die diese Vorstellungen teilen und dann wird dann auf den anderen, die da andere Vorstellungen haben, herumgeklopft. Und das ist eine ganz missliche Situation, die da entstanden ist. Und da jetzt einen Weg zu finden, dass die Menschen wieder sich gemeinsam auf den Weg zu machen, das ahnt man schon, ist nicht so ganz easy. Ne? Und deshalb haben wir ja diese Akademie für Potenzialentfaltung gegründet, weil es schon auch aus der neurobiologischen Perspektive, aus der ich komme, klar ist, dass in uns als Menschen mehr angelegt ist, als da tatsächlich bisher von uns auf die Straße gebracht worden ist. Das heißt, da stecken noch ganz viele bisher noch gar nicht entfaltete Möglichkeiten in uns drin. Aber wir werden die nicht alleine entfalten können. Also jeder für sich. Das ist alles, was wir beide zum Beispiel wissen und was wir können und wo wir denken, das ist was ganz Besonderes, wenn man dann genauer hinguckt, das haben wir alles irgendwie von anderen gelernt. Also ohne die vielen Bücher, die ich gelesen hätte, wüsste ich nichts. Wenn nicht jemand da gewesen wäre, der mir geholfen hat, die Sprache zu lernen, könnte ich noch nicht mal sprechen. Und wenn dann nicht irgendwelche Erwachsenen da gewesen wären, die schon auf zwei Beinen laufen konnten, würde ich dann auch auf allen Vieren rumherkriechen. Also das ist schon so, dass unser Gehirn eigentlich diese wunderbaren Fähigkeiten nur ausbilden kann, in der Beziehung und in der Begegnung mit anderen Menschen. Und das Furchtbare aus meiner Sicht ist eben, dass diese Gemeinschaften, in denen man das könnte, nicht so sind, wie sie sein müssten, damit es geht. Das habe ich jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt, aber wenn man in eine Gemeinschaft hineinwächst oder in einer Gemeinschaft landet, wo jeder nur seine eigenen Interessen verfolgt, wo jeder den anderen zum Objekt seiner Absichten, Ziele und Belehrungen und Bewertungen und dann auch noch Maßnahmen macht, dann ist das eine Gemeinschaft, in der sich eigentlich niemand entfalten kann. Und Entfaltung ist ja etwas, was normalerweise überall in der Natur
das Normale ist. Also man kann es so schön sagen, kann alles, was lebendig ist, will sich entfalten. So. Und wer das nicht glaubt, der muss einfach mal rausgucken und sich die Natur angucken. Und dann sieht man, alles drängt nach Entfaltung. So, ja. Jedes Gänseblümchen und was immer man da so findet. Und deshalb können wir anderen Menschen gar nicht helfen dabei, dass sie sich entfalten. Sondern Entfaltung würde schon stattfinden, wenn sie nicht mehr so gefangen wären in irgendwelchen Mustern oder in Vorstellungen, die sie dann an der Entfaltung hindern. Und etwas, was uns sehr an der Entfaltung hindert, ist, dass wir in unseren Gemeinschaften uns gegenseitig zu Objekten machen und damit unsere beiden Grundbedürfnisse sozusagen verletzen. Wir kommen ja alle mit diesem einen wunderbaren Grundbedürfnis zur Welt. Das haben wir in den ersten 9 Monaten ja auch als Erfahrung tief verankert, bis, man könnte sagen, bis in jede Zelle hinein. Ja. Verbundenheit. So eine Verbundenheit gibt es nicht nochmal. Und man sieht das, das nennen die Hirnforscher dann Bindungszentrum, aber das ist dann auch im Hirn sozusagen so angelegt. Jedes Kind sucht dann diese verloren gegangene Verbundenheit nach der Geburt wiederzufinden. Und wenn das nicht ganz unglücklich läuft, dann ist ja dann auch eine Mutter da, die das Kind in den Arm nimmt und beruhigt und ihm das Gefühl gibt, dass es dann in dieser Welt sicher und verbunden ist. Und das, dann gibt es noch ein zweites Grundbedürfnis, das ist das eine bringen wir auch aus dem Mutterleib mit, weil da drin sind wir jeden Tag ein Stück gewachsen, also haben uns auch schon viele Kompetenzen angeeignet. Es ist ja nicht so, dass man als unbeschriebenes Blatt auf die Welt kommt, sondern also wir zum Beispiel, die wir hier in Deutschland von einer deutschen Mutter ausgetragen worden sind, haben vorgeburtlich diese deutsche Sprache schon kennengelernt, als nicht die Worte, aber die Sprachmelodie. Und dann gibt es Studien, die zeigen, dass Kinder, die von deutschen Müttern ausgetragen worden sind, die während der Schwangerschaft immer Deutsch geredet haben, dass diese Kinder dann eine besondere Affinität für das Deutsche haben und lieber Deutsch lernen als irgendeine andere Sprache. Also die bringen das schon mit, diese Bereitschaft, in dieser Sprache weiterzumachen. Ja, und dann hat man diese beiden Sehnsüchte, könnte man ja sagen. Also, und mit denen laufen wir dann eigentlich das ganze Leben lang rum. Wir wollen einen Zustand erreichen, eine Art von Beziehung herstellen, in der wir uns gleichermaßen verbunden wie auch frei fühlen. Also wir wollen Gestalter sein, frei, autonom, aber wir wollen auch diese Verbundenheit und da sind wir mit unserer gegenwärtigen Gesellschaft grottenschlecht. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch schwierig, diese Antipoden auszuhalten. Einmal hier für jeden Einzelnen oft, aber natürlich auch, wenn das in Gemeinschaft ist und jemand dann so ausbricht, weil mir fällt dieses, oder ich fand das so schön, wie Sie sagten, Pippi-Langstrumpf-Fähigkeiten sind ja die, die jetzt auch ein bisschen so aufrütteln könnten oder eben auch Pippi-Langstrumpf-Kinder könnten auch in der Schule ganz andere Dinge bewirken. Das war das, was mir bei dem Entrepreneur-Festival da aufgefallen ist bei Ihrer Rede dort. Wie ist das, würden Sie sagen, da kann man das sozusagen entwickeln? Weil das wäre ja auf der einen Seite natürlich auch das Verbundensein, aber auf der anderen Seite auch wirklich noch mal stärker in die Richtung Autonomie und eben auch exponentielles Wachstum am Ende des Tages. Also wirklich in Richtungen, die von der normalen Gesellschaft ja gar nicht vorgesehen sind. Ja, zunächst müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, warum es überhaupt zu solchen zur Herausbildung solcher Vorstellungen und solcher Muster kommt, in denen wir dann festsitzen, wie in einem Käfig, und dann können wir uns nicht entfalten. Pippi Langstrumpf ist einfach nur ein schönes Beispiel dafür, die hängt in nichts fest. Ja, genau, die hat sich freigeschaufelt, eindeutig. Und dann merkt man, ja, da scheint irgendwie was anders zu laufen. Und was wir alle erlebt haben, ist eben, dass wir auf die eine oder andere Weise, wir nennen das dann vornehm, uns anpassen mussten an die Erwartungen der Erwachsenen. Also das heißt, wenn Mama die Vorstellung hatte, dass ich da immer schön aufräume, dann hatte ich ja gar keine andere Chance, als einer zu werden, der auch immer schön aufräumt, damit der Mamas Liebe dann auch wirklich genießen kann. Und da gibt es dann ganz viele unterschiedliche Vorlieben von Eltern oder Vorstellungen, wie das Kind zu werden hat und wie es zu sein hat. Und dann erlebt man als Kind, dass man wie ein Objekt
behandelt wird, nämlich man wird zum Objekt der elterlichen Erwartungen gemacht. Und das verletzt beide Grundbedürfnisse gleichzeitig. Also das nach Verbundenheit, wenn unter den Voraussetzungen, dass ich also eigentlich doch so geliebt werden möchte, wie ich bin. Und nicht erst dann, wenn ich so bin, wie die sich das vorstellen, dann weiß ich, das ist keine Verbundenheit, das ist Dressur, was die da mit mir veranstalten. Und wenn ich immer doch eigentlich alles so gestalten möchte wie Pippi Langstrumpf und dann kommt dauernd jemand und sagt mir, nee, das musst du nicht so machen, das musst du so machen und dann musst du den ganzen Tag in die Schule gehen oder du musst dir dieses hier lernen und nicht das, was dir gerade mal so gefällt. Dann habe ich auch dieses zweite Grundbedürfnis nach Autonomie verletzt. Und dafür brauche ich Lösungen. Das führt nämlich im Hirn zu einem Zustand, wo das, was man erwartet, nicht mit dem übereinstimmt, was man erlebt. Vielleicht könnte man auch sagen, dass, wo das, was man eigentlich braucht, nicht gefunden wird. Und das führt zu einer großen, ich nenne das Inkohärenz, also Durcheinander im Hirn. Ne? Haben wir alle als Kinder wohl damals erlebt und können uns kaum noch daran erinnern, weil wir dann ja sehr schnell eine Lösung dafür gefunden haben. Und die heißt, ich mache es so, wie Mama und Papa das wollen. Oder die heißt, ich unterdrücke einfach mein Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. So, und dann geht es auch. Dann, wenn ich das hinreichend gut unterdrückt habe und nichts mehr will, dann kann ich alles das machen, was mir andere sagen. Und da sind wir genau an der Stelle, wo wir hinwollen. Wenn das sehr vielen Menschen so geht, dann haben wir eine Gesellschaft von Leuten, die alle warten, dass ihnen irgendeiner sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das sind dann keine Entrepreneure mehr, sondern das sind Abhängige. Und mit solchen Menschen ist natürlich irgendwie, da wird es schwierig, weil die lassen sich auch verführen. Dann verspricht ihnen irgendeiner was und dann rennen sie da hinterher. Und weil sie ihre Grundbedürfnisse nicht stillen können, geht es ihnen ja auch nicht so gut. Und dann brauchen sie immer was, was ihnen hilft, sich etwas besser zu fühlen. Und dann müssen sie einkaufen oder sich ablenken oder sie müssen, ja, passiert dann auch oft, sie müssen versuchen, andere zu Objekten ihrer eigenen Vorstellung zu machen, das nennt man dann auf Deutsch andere vor ihren Karren spannen. Und ja, dann ahnt man schon, wie groß das Spektrum so werden kann. Es gibt auch welche, die dann einfach, weil sie immer wieder so verletzt darüber sind, dass die anderen nicht mit ihnen zufrieden sind. Also du bist zu doof für Mathe, hört man ja häufig. Dass die dann eine Lösung finden, die heißt, ja stimmt, bin zu doof für Mathe, ich kann keine Mathe. So, und dann hat man das normale Bedürfnis, dass man doch eine junge Frau ist und eigentlich oder ein Mädchen ist und wie jeder Mensch, man nicht für Mathe zu doof ist und man eigentlich wahrscheinlich vielleicht sogar sehr gerne Mathe gemacht hat, das passiert dann nicht mehr, weil man hat sich sozusagen das selbst schon eingeredet, dass man zu doof dafür ist. Und wenn dann der Lehrer kommt und sagt, das hast du ja schon wieder eine schlechte Zensur geschrieben, sagt man, ja klar, ich bin ja auch zu doof für Mathe. Das tut dann nicht mehr weh. Und was man da sieht an diesem Beispiel, ist das, was wir im Hirn verankern, sind nicht die Probleme, die wir haben, sondern die Lösungen. So, und diese Lösungen, die sind immer von demjenigen, der die dann einschlägt, auch selbst gefunden worden. Also nicht absichtlich, aber es ging nicht anders. Also wenn ich von einem Vater geschlagen werde und ich dann zum Objekt von dessen Gewalttätigkeit werde, muss ich eine Lösung suchen. Und was soll ich anders für eine Lösung finden, als mich an dem zu orientieren, der mit seinem Verhalten erfolgreich in der Welt unterwegs ist? Und das ist eben blöderweise dieser schlagende Vater. Mhm. Und die Chance ist deshalb sehr groß, dass ich da wieder meine Kinder schlage später. Also es ist so funktioniert das. Das ist nicht vererbt und das ist auch nicht nur einfach vorgemacht, sondern man hat ein Problem und die Eltern geben einem die Lösung vor. Und deshalb übernimmt man die dann und probiert es aus. Und in dem Familiensystem oder in der Welt, in die man dann hineingerät, funktioniert es ja auch noch. Jeder, der sich anstrengt, wird dafür belohnt, ja. Aber ist das der Sinn des Lebens, dass man sich immer zu anstrengen muss? Ist es nicht so, dass man eigentlich doch am Anfang des Lebens als Kind alles lernt, indem man spielerisch ausprobiert, wie es geht und nicht, indem man sich anstrengt? Mhm. Wichtigsten Lernerfahrungen, und so funktioniert auch wirklich Lernen eigentlich, macht man, indem man ausprobiert, wie es geht und dabei merkt, wie es nicht geht. Also wenn ich der Mama zu sehr auf den Nerv gehe mit meinem Gestaltungsdrang,
dann zeigt die mir klipp und klar, dass das jetzt hier zu weit geht. Und dann weiß ich, habe ich spielerisch ausprobiert, was geht und was nicht geht. Und dann weiß ich, okay, bis dahin geht's und dann geht's nicht mehr weiter. Und so lerne ich, wie ich mich im Leben bewegen kann und wie ich mich im Leben zurechtfinde. Und da haben wir nun leider eben diese andere Situation, dass wir uns ständig an die Erwartungen der Erwachsenen anpassen und dabei diese Lösungen finden. Und diese Lösungen sind am Anfang okay, aber die werden dann auch immer hinderlicher. Also ich nenne das dann immer gerne, dass das Verwicklungen werden im Hirn. Man verwickelt sich. Also die Tatsache, dass man seine Bedürfnisse, seine lebendigen Bedürfnisse unterdrücken lernt, ist eine Verwicklung. Die Tatsache, dass ich die Vorstellungen und Verhaltensweisen von anderen übernehme, die damit scheinbar sehr erfolgreich sind, ist eine Verwicklung. Dann renne ich mit derselben Verwicklung umher. Und jetzt bin ich dort, wo ich hin will. In diesem verwickelten Zustand kann sich niemand mehr entfalten. Also verwickelte Leute verwickeln immer nur andere. So, und deshalb geht es eigentlich gar nicht um Potenzialentfaltung, es geht um die Frage, wie man aus diesen Verwicklungen wieder rauskommt. Und dafür haben wir im Deutschen ja einen schönen Namen. Also manchmal bin ich ganz fasziniert, was wir für eine Sprache haben. Wenn ich mich von meinen Verwicklungen befreie, dann heißt das, dass ich mich dann entwickle. Das ist Entwicklung. Entwicklung ist nicht, wenn ein Persönlichkeitsentwickler mir seine Vorstellungen aufzwingt, wie eine entwickelte Persönlichkeit aussieht, sondern wenn der mir hilft, mich aus meinen Verwicklungen zu befreien. Und jetzt sind wir bei Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf ist für mich so ein Musterbeispiel dafür, wie ein junger Mensch in die Lage versetzt worden ist, sich nicht zu verwickeln. Die ist total unverwickelt. Mhm. Und jetzt ist aber auch interessant, dass die Pippi Langstrumpf gar keine Mutter hat. Und der Vater ist nur eine Vorstellung. Das ist irgend so ein Seemann oder so. Mhm. Das heißt, dass die Autorin dieser Geschichte, mhm, Astrid Lindgren, das wohl gewusst hat, wie groß die Gefahr ist, dass man sich bei Mutter und Vater verwickelt. Sie hat ja noch so eine andere Kinder beschrieben, mit denen Pippi immer zusammen spielt. Und die haben Mama und Papa und die sind so brav und die sind verwickelt. Mhm. Die machen so, wie Papa und Mama das ihnen gesagt haben. Und Pippi macht es eben nicht so, weil sie keinen hat, der Pippi zwingt, in dieses Muster zu gehen und diese Vorstellungen zu übernehmen, die die Eltern haben. Und deshalb kann Pippi total frei und unbekümmert machen, was sie will. Ich baue mir die Welt so, wie ich sie will. Dass das natürlich überzeichnet ist und dass es so auch nicht gehen kann, das ist uns beiden klar und allen, die uns hier zuschauen und zuhören, auch. Aber wir haben da keine Mitte gefunden. Also das ist das, was ich meine, etwas mehr Eigensinn oder rettet den Eigensinn. Mhm. Wenn zu viele so unterwegs sind, dass die immer bereit sind, alles so zu machen, wie die anderen das von ihnen erwarten, damit sie in ihrer Gemeinschaft dann Anerkennung finden und dazugehören dürfen, dann wird es hochproblematisch. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, also ich finde sie auch, es ist eine wunderbare Figur, die Astrid Lindgren da entschaffen hat und auch ein wunderbares Beispiel, wie es ja vielleicht gehen könnte heute, dass wir eben wir uns alle entwickeln und natürlich entwickelt man sich manchmal so, dass man bei den anderen auch aneckt, logischerweise, beziehungsweise, dass da dann wieder Grenzen sind nach dem Motto, man ist immer nur so frei, wie man die Freiheit des anderen nicht tangiert, aber auf der anderen Seite ist es ja, das erlebe ich gerade auch in Prozessen, die man ja auch so gestaltet kann, jetzt so neue Arbeitswege, dass dann in der Gruppe Dinge entstehen, wenn jeder sozusagen sein Entwicklungspotenzial mit reingibt, die am Anfang überhaupt nicht für möglich gehalten wurden, wo auch Unsicherheiten ausgehalten werden dürfen von den Einzelnen, wo manche auch Emotionalitäten hochkommen, weil dann plötzlich irgendwas entwickelt wird, wo der Geburtsprozess im wahrsten Sinne des Wortes etwas schmerzhaft ist. Aber ich
ich habe eben auch Gruppen erlebt, die dann zu einem Ergebnis gemeinsam gekommen sind, was sie so überhaupt nicht für möglich gehalten haben, wo aber der Weg dahin schon manchmal etwas schwierig war, aber wo auf der anderen Seite dann wirklich dadurch diese ja, Gehirnentzündungen im wahrsten Sinne des Wortes oder Anfeuerungen so ja, klar waren, dass dann, sage ich mal, diese ganze Vielfalt rauskam. Und das finde ich wunderbar, wenn sowas gelingt oder gelingen kann. Aber da sagen Sie ja auch, da braucht man Rahmenparameter, da braucht man im Zweifel auch jemanden, der das betreut. Also ich weiß, dass ich dann immer die Ängste auffangen kann nach dem Motto, bei uns funktioniert das nicht. Und dass man wirklich da, und so würde ich jetzt auch ja Erziehung im wahrsten Sinne des Wortes anders verstehen wollen, dass man diese, dass so einen begleitenden Prozess hat und mit wachen Augen sieht, wo welches Kind oder welche Erwachsene, in diesem Fall sind es ja auch junge Erwachsene, sich dann anders entwickeln wollen oder wo dann auch sie vielleicht auch gar nicht glauben, dass sie das können. Und dass man da anschubst und in die richtige Richtung führt und das auch den Raum gibt, das mal auszuprobieren. Wäre das so eine Möglichkeit, wie man quasi die gesamten Buntsocken, die sich dann so zart entwickeln, hoffentlich so ein bisschen so gemeinsam auf dem Weg begleiten kann? Oder meinen Sie, dass das wirklich so in Selbstorganisation alleine passieren müsste? Das, was Voraussetzung, glaube ich, dafür ist, dass das geht, ist, dass man den Blick ein bisschen öffnet. Wenn man mit diesem angstbesetzten Blick, jetzt steht der Weltuntergang bevor und die Menschen sind alle bescheuert, reingeht, dann sieht man auch nur Weltuntergang und Bescheuerte. Und wenn man anders drauf guckt, dann merkt man auf einmal, hey, da ist ja schon unglaublich viel im Gange. Also in der Oberfläche ist viel Schaum und unten drunter kommt etwas ins Fließen. So will ich das mal nennen. Und wenn wir das an dem Beispiel mit der Pippi Langstrumpf nochmal in die Konkretheit unseres heutigen Lebens überführen, was wir hier machen, ist ja kein Plädoyer, dass Eltern ihre Kinder zu Pippi Langstrumpf machen sollen. Sondern es ist eine Einladung, darüber nachzudenken, was sie tun können, damit dieses Kind seine Entdeckerfreude und Gestaltungskraft behält und trotzdem spürt, dass es unverbrüchlich verbunden bleibt. Ja. Also man würde heute sagen, bedingungslos geliebt wird. Ja, genau. Und nun die Frage, geht denn das irgendwo bei uns jetzt schon? Und die Antwort heißt ja, interessanterweise gibt es das. Und das, was ich gefunden habe, was dem am nächsten kommt, sind die sogenannten Waldkindergärten. Das sind ganz andere Kindergärten. Da gibt es kein Spielzeug. Und weil es kein Spielzeug gibt, gibt es auch keinen Streit um besonders begehrtes Spielzeug. Damit fällt ganz viel von blöder Konkurrenz weg, wo die sich gegenseitig das Feuerwehrauto und die Barbiepuppen wegnehmen. Die Kindergärtnerinnen, die so einen Waldkindergarten betreiben oder begleiten, sind andere Menschen als die, die in den stationären Kindergärten unterwegs sind. Da muss man sich nämlich da draußen auch was zutrauen. Ja. Da muss man ja auch sich zutrauen, dass man eine Situation beherrscht, wenn man außerhalb des Raumes ist, wo alles ein bisschen auch drunter und drüber geht, wo man die Kinder auch nicht einfach die Tür zumachen kann und die da drin einsperren kann, sondern die laufen jetzt weg und machen, was sie wollen und sind so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf unterwegs. Jeder findet irgendwas da draußen, also der eine macht es mit Steinen, der andere mit Blättern, der dritte mit Hölzern. Es ist unendlich viel da zum Entdecken und zum Gestalten und gleichzeitig merken sie, sie sind als ganze Truppe ein richtiges gutes Team, weil die dann auch relativ viele Dinge wirklich sehr gerne gemeinsam mit anderen machen und dann bauen sie gemeinsam ein Baumhaus oder eine Laubhütte oder was auch immer und das sind ganz wichtige Erfahrungen und aus den Gesprächen mit Grundschullehrern weiß ich, dass Grundschullehrer bisweilen so eine Situation haben, wo das so 3, 4, 5 Kinder aus dem Waldkindergarten bei ihnen in der ersten Klasse auflaufen. Und die sprengen das ganze bisherige System in der ersten Klasse. Und zwar nicht so sehr, dass die jetzt die Lehrerin in den Wahnsinn treiben,
sondern die lassen sich nicht bevormunden von den anderen und lassen sich von den anderen auch nicht deren Vorstellungen aufzwängen. Wenn die da schon in der ersten Klasse mit dem Smartphone ankommen und denen erklären wollen, wo man die Nacktfotos findet, dann lachen die die aus und brauchen das nicht. Und so und die machen auch so einen fröhlichen und selbstsicheren Eindruck, dass die hochattraktiv werden für die anderen. Und dann werden die zu den eigentlichen Führungspersonen in der Schulklasse und nicht derjenige, wie das jetzt häufig ist, der am lautesten trompetet. Ja. Und da merkt man, ja, Pippi Langstrumpf ist möglich. Ja. Und wenn lauter solche Kinder in die Schule kämen, dann würde sich die ganze Schule verändern. Dann hätte auch die Grundschullehrerin einen ganz anderen Job. So, da merkt man, die Prozesse sind im Gang und natürlich ist das im Arbeitsleben inzwischen auch längst angekommen. Da wird ja immer deutlicher, dass die alten hierarchischen Ordnungsstrukturen, wo einer oben sagt, was alle zu machen haben, dass die zu steif sind, zu starr sind und dass die auch nicht dazu führen, dass Menschen wirklich Lust haben, sich da einzubringen. Also für solche hierarchischen Ordnungsstrukturen kann man Pippi Langstrumpfs überhaupt nicht gebrauchen. Da muss man solche braven Pflichterfüller haben, wie sie jetzt im Augenblick noch größtenteils aus den Schulen rauskommen. Aber das ist ein Auslaufmodell. So eine Wirtschaft wird es in Zukunft nicht mehr geben. Weil die wirtschaftliche Unternehmen werden nur dann erfolgreich sein können, wenn die Mitarbeiter haben, die mitdenken, die mit anderen gemeinsam nach Lösungen suchen, die sich auch mit dem identifizieren, was sie da tun, die gerne zur Arbeit kommen und nicht, weil sie müssen und. Und dann merkt man schon, heiliger Stroh sagt das, wo sollen denn die eigentlich herkommen? Aus den Schulen kommen die definitiv nicht und aus den Universitäten auch nicht. So. Und dort, wo dann trotzdem Unternehmen, vor allen Dingen sind das ja Start-ups, versuchen, das von Anfang an so zu gestalten, dass es nicht zu immer wieder neuen Verwicklungen kommt, da bilden die eine andere Kultur des Miteinander heraus. Also erstens, die mögen sich gegenseitig. Das hört sich so komisch an, aber man muss eben auch die Menschen mögen, mit denen man arbeitet. So einfach nebeneinander herlatschen ist einfach, bietet keine Voraussetzung, um wirklich miteinander in Verbindung zu kommen. Ja. Und das Zweite ist, die haben ein gemeinsames Anliegen. Und das finde ich noch viel spannender. Und so arbeiten wir auch in der Akademie. Wenn wir so eine Truppe vor uns haben, die nicht miteinander zurechtkommen, dann fragen wir die, was wollen sie eigentlich gemeinsam? Was haben sie irgendein gemeinsames Anliegen? Und wenn die das nicht haben, können wir sie wegschicken, dann geht nichts. Ja. Und dann können wir, wenn sie immerhin merken, dass das gar nicht so schlecht wäre, etwas suchen. Und dann suchen wir nicht ein Ziel, was die jetzt am Ende des Jahres erreicht haben, sondern wir suchen ein gemeinsames Anliegen, also noch besser ein Herzensanliegen, was jedem einzelnen Mitarbeiter und jeder einzelnen Mitarbeiterin dieses Teams gleichermaßen am Herzen liegt, was sie gerne verwirklichen würden und wozu sie aber das Team brauchen, weil sie es alleine nicht können. Und dann kriegen sie eine durch ein gemeinsames Anliegen miteinander verbundene Gemeinschaft. Und die geht ab, also die entfaltet sich, das können sie gar nicht mehr aufhalten. So brauchen sie auch gar nichts mehr weiter zu machen. Die sind auf einmal so kreativ, die unterstützen sich gegenseitig, die helfen einander, wenn es irgendwo klemmt. Jeder übernimmt die Führung dann, wenn er sich dort am besten auskennt. Und da gibt es auch keinen Neid und keine Eifersucht. Da werden die ganzen individuellen Partikularinteressen zurückgestellt, weil man eben durch Verfolgung dieser Egoismen ja das gemeinsame Anliegen nicht erreichen kann. Und dann fängt es an, eine Gemeinschaft zu werden, die dann pulsiert, die wächst. Ja, und an dem Beispiel kann man dann auch noch gleich zeigen, dass es eben auch noch andere Formen des Wachstums gibt, als dass man immer größer wird und immer mehr ist. Was da wächst, ist ja die Intensität der Beziehung der Menschen miteinander. Das ist ähnlich wie mit dem Hirn. In meinem Hirn wächst es auch ständig. Aber nicht indem das immer größer wird, bis mir der Schädel platzt, sondern indem diese Nervenzellen immer subtilere, immer intensivere, immer komplexere Beziehungen miteinander eingehen. Und wahrscheinlich ist das der Wachstumsbegriff für die Wirtschaft im 21. Jahrhundert. Wir haben es noch nicht geschnallt. Mhm. Nicht wieder über Bruttosozialprodukt und Gewinnmaximierung, sondern indem wir versuchen, die
Beziehungen zwischen den Menschen in der Firma oder aber auch zwischen der Firma und den Kunden und den Lieferanten so zu gestalten, dass alle damit richtig froh sind und Lust haben, dort mit dabei zu sein. Das sind die, als Nebenprodukt sind die dann erfolgreich, aber die arbeiten nicht, damit sie sozusagen die Quartalszahlen schaffen. Sie schaffen praktisch einen ganz anderen Wert und da gehört natürlich auch ein entsprechendes anderes Wertebewusstsein zu, dass man diese menschlichen Dinge auch oder diese Intensität, die einen ja auch wirklich befriedigt, jedenfalls habe ich das auch erlebt in den Gruppen, dass man da wirklich den entsprechenden Wert zumisst und dann, dass da dann auch im Endeffekt selbst im Vertrieb dann Kaufentscheidungen getroffen werden, eben genau deshalb, weil es intensiv ist, weil man sich damit verbundet, weil man merkt, da ist ein Anliegen. Liegen da, da ist ein tieferer Sinn da und dann wird eben entsprechend auch da weiter, sowohl daran weitergearbeitet, als auch, dass dann diese Dinge auch ja, gerne gekauft werden, wenn man jetzt mal in dem alten Und das Geheimnis, Begriffen denkt, ne? Ja. ist eben wirklich total einfach. Was Sie da schaffen auf diese Weise, ist, dass diese Mitglieder dieses Teams alle das Gefühl haben, dass ihre beiden Grundbedürfnisse gestillt sind. Verbunden fühlen sie sich und auch sicher in dieser Gemeinschaft, auch so angenommen, wie sie sind. Und gleichzeitig sehen sie, dass sich jeder in der Gemeinschaft freut, wenn sie in ihre Autonomie gehen, eigene Entscheidungen treffen, eigene Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Und damit entfaltet sich der ganze Laden. Und das können sie gar nicht aufhalten. Und wenn man das so rumsieht, dann merkt man plötzlich, was in vielen anderen Teams, auch vor allen Dingen in der Wirtschaft, was das für Reibungsverluste sind, die da erzeugt werden. Da geht Energie verloren zuhauf. Also wir brauchen uns nicht zu wundern, dass wir so einen Haufen Energie brauchen. Die verschwindet im Wesentlichen an diesen kaputten Beziehungen, die wir miteinander haben, die dann die Menschen unglücklich macht. Dann müssen sie, weil es ihnen so schlecht geht, müssen sie sich was leisten und was gönnen und dann muss die Freizeit dafür herhalten und dann verbrauchen sie in der Freizeit wieder einen Haufen Energie und ja, Konsum. Das sind alles Ersatzbefriedigungen, die am Ende dazu führen, dass wir diesen Planeten leer fressen und ruinieren. Ja. Wenn da sozusagen dieser Funke oder dieses Virus weitergegeben wird, dass man merkt, wie gut das einem tut, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich benutze jetzt extra auch das Wort Virus, weil wir ja gerade da von Falschen vielleicht auch infiziert sind. Aber ich finde eben auch, wenn man jetzt an die Rolle geht, wie kriegt man oder bekommt man diese ja, an Führungskräfte und auch vor allen Dingen an alle, die im lehrenden Bereich unterwegs sind, sind ja auch andere Qualitäten gefragt. Also ich merke das auch, dass man den Raum dafür gibt und auch manchmal wirklich führen darf, wenn da ein bisschen was aus dem Ruder geht, ne? Dass man sozusagen diese Sinnhaftigkeit, diese Anliegen deutlich machen muss und auch im Endeffekt Unsicherheiten, die bei einzelnen Menschen dann bei diesem Entwicklungsprozess sind oder die sich in der Gemeinschaft vielleicht nicht ganz so integrieren, dass man das auffangen darf und den Raum geben darf, dass sich diese Dinge entwickeln und auch durchaus mal Spannungen, Ängste und so weiter aushalten darf. Also es darf das Team lernen, aber ich glaube, da wollte ich noch mal hinaus, was sind das für Menschen, jetzt in Anführungszeichen Erwachsene beziehungsweise Führungspersönlichkeiten, die diesen Raum kreieren, damit diese Dinge möglich sind. Weil auch das ist ja wahrscheinlich in der Akademie für Potenzialentwicklung erstmalig möglich. Also die Menschen müssen ja erstmal die Erfahrung machen, es geht. Und es ist super, so zu tun. Und ich brauche eigentlich alle diese Ersatzbefriedigung gar nicht mehr. Und dass man dann auch diese ja, neuen Gemeinschaften und anderen Formen immer weiter sucht und sozusagen dann auch logischerweise andere Vorstellungen von Zusammenarbeit, von Wirtschaften, von Verbundenheit mit der Natur bekommt. Ja, was wir immer wieder sehen, ist, dass in dem Augenblick, wo so eine Gemeinschaft so ein gemeinsames Anliegen findet, dann wird dieses gemeinsame Anliegen der Kompass, der das Tun, das Handeln der Einzelnen, auch die Art der Gestaltung des Miteinanders lenkt. Und so eine Gemeinschaft braucht keine Führungskraft mehr. Und deshalb sage ich dann manchmal auch Führungskräften, ihre vornehmste Aufgabe, die sie eigentlich haben, bestünde darin, sich unnötig zu machen. Und
Das sind nicht sehr viele, die verstehen, was damit gemeint ist. Das würde ja heißen, ich muss alles dafür tun. Ich muss meine Belegschaft, meine Mitarbeiter einladen, ermutigen und inspirieren, Verantwortung für sich selbst, für das Team und für das, was wir hier als Team da leisten wollen, selbst zu übernehmen. Ja, wenn die das können und dann selber die Verantwortung übernehmen, kann ich zurücktreten. Und im Grunde genommen, erst dann bin ich wirklich Führungskraft, weil dann kann ich eben von diesem zurückgetretenen Standpunkt, von dieser Metaposition aus das Ganze überschauen. Und dann kann ich auch Veränderungen draußen und auch in dem Unternehmen feststellen, die ich sonst gar nicht sehen kann, wenn ich wie ein Eselstreiber ständig mit der Peitsche und der Möhre beschäftigt bin, die ich den Esel davor halten muss, damit er dorthin läuft, wo ich ihn hinhaben will. Und nun kommt aber jetzt schließt sich wieder der Kreis zu Pippi Langstrumpf. Führungskräfte, denen ich das erzähle, sind dann häufig brüskiert und sagen, das kann ich doch nicht machen, dann wäre ich ja keine Führungskraft mehr. Ja, genau. Und dann kann ich nicht mehr richtig gut weiterreden, weil das, was ich dann sagen müsste, würden sie nicht mehr verstehen können. Aber was man dann eigentlich sagen muss, heißt, wenn du wirklich andere brauchst, die du herumkommandieren kannst, die du zum Objekt deiner Belehrungen, deiner Mitarbeitergespräche und deiner Bewertungen machen musst oder dann am Ende auch noch deiner Maßnahmen, wenn du das wirklich nötig hast, dann bist du leider ein Bedürftiger. Dann bist du keine Führungskraft. Dann bist du jemand, der aus irgendwelchen Gründen, dem da etwas fehlt, was er jetzt dadurch kompensiert, dass er die anderen herumkommandiert. Und wenn man dann noch weiter sucht, was könnte dem denn fehlen, dann stellt man fest, die beiden Grundbedürfnisse hat er nicht gestillt, konnte er nicht stillen. Er fühlt weder diese Verbundenheit mit sich selbst, mit dem Leben, mit anderen Menschen, mit der Natur. Und er erlebt sich auch nicht so als frei, weil er als Führungskraft ja auch immer weiß, wenn er die Anforderungen der Firma ganz oben nicht erfüllt, dann fliegt er raus. Also ist er auch ein Gefangener in dieser Struktur, dieser hierarchischen Ordnungsstruktur. Und wer so in dieser Weise seine beiden Grundbedürfnisse nicht stillen kann, wie Pippi Langstrumpf, der wird dann eben einer, der auf irgendeine Art und Weise versucht, sich durchzusetzen. Und das meistens eben auf Kosten von anderen, indem er die zum Objekt macht. Und dann schließt sich der Kreis. Und die anderen müssen dann auch wieder jemanden zum Objekt machen. Und so geht das dann die ganze Stufenleiter runter. Und so kommen wir nicht weiter. Das ist Oldschool, voriges Jahrhundert. Da hat man Leute gebraucht, die einfach gesagt haben, was die Führungskraft gesagt hat. Und wo wir da gelandet sind, haben wir ja gesehen. Also man kann dann bisweilen Führungskräfte haben, die führen einen in den Abgrund. Ja, so. Beziehungsweise die Menschen gehen in Burnout und werden krank und so weiter. Also ich finde aber, deswegen habe ich da auch nochmal drauf sozusagen ein bisschen reingegangen, weil das erlebe ich oft, dass eben diese Führungsmöglichkeiten auch bei Lehrern und Lehrern nach dem Motto, gebe ich Macht ab, da bin ich ja irgendwie, wofür bin ich eigentlich noch da? Also dieses bei sich selber klar zu sein, ich gebe den Raum, ich begleite, ich entwickle und muss natürlich im Zweifel auch nach oben, ist ja immer in so einer Sandwich-Position, das auch noch vertreten. Das ist ja überhaupt nicht einfach. Im Gegenteil, man braucht selber die wirklich klare oder eine sehr große Klarheit seines eigenen Entwicklungsprozesses, seiner eigenen Verbundenheit und auch das aushalten zu können, eventuell ja auch getrennt auch von außen sich das anzugucken. Diese Metaebene ist ja auch manchmal nicht ganz einfach auszuhalten. Ne? Aber das sind eben die dann wirklich Führung oder die neuen Führungsmenschen oder eben Lehrerinnen und Lehrer, die das dann auch wirklich aushalten, sich im Zweifel wirklich überflüssig zu machen. Ne? Aber sie sind ja nicht überflüssig. Das muss man ehrlicherweise sagen. Im Gegenteil, sie sind dringend gebraucht. Ne? Ich habe ein konkretes Beispiel. Es gibt ja aus der Schule und wie Lernen funktioniert und was die Lehrer dafür eine Rolle spielen. Ja. Es gibt ja dieses eigentlich unerklärliche Phänomen, das relativ, wie wir das dann nennen, Unbegabte oder wie man es ganz abfällig sagt, bescheuerte Schüler, meistens Jungs, in der Schule nichts zustande bringen. Aber die Fahrschule schaffen die.
Ja, okay. Kaum einer, der da wirklich so blöd ist, dass der diese Fachschulprüfung nicht schafft. Und da muss man sich doch mal fragen, was ist denn da der Unterschied? Und der Unterschied ist völlig banal. Dort ist durch eine kleine Stellschraube bei der Fahrschule eine Trennung vollzogen worden zwischen dem, der dem Fahrschüler hilft, sich das Wissen anzueignen, was er braucht, und diese Person, die dem Schüler hilft, ist aber nicht die, die anschließend abprüft, ob er auch alles verstanden hat und ob er es kann. Das heißt, wir bräuchten das, also, und dann heißt es, dann hat der Fahrschulschüler Vertrauen zu dem Lehrer, wird von dem auch unterstützt und ihm wird geholfen, und dann bringt es jeder hin. Ja, aber die Voraussetzung dafür ist, dass nicht dieser betreffende Fahrschullehrer dann auch noch die Prüfung abnimmt. Und in der Schule machen wir genau das. Ja, das ist Und dann absolut. habe ich gesagt, lasst euch das, macht doch irgendwie, dass ihr das trennt. Es muss doch gehen. Ich habe auch an die Kultus, an den einen oder anderen Kultusminister schon mal geschrieben und habe das immer wieder in die Diskussion gebracht. Und was ich dann festgestellt habe, ist, dass es Lehrer gab, und zwar nicht wenige, die dann gesagt haben, ja, dann, wenn ich jetzt aber nicht mehr die Noten gebe, das würde ja heißen, die Schüler lernt beim Lehrer, wie zum Beispiel die Photosynthese geht oder die Integralrechnung. Und dann gibt es, inzwischen kann man das alles digital machen, ein Zertifikat, was er erwirbt, indem er zeigt, dass er das alles kann. Auch noch Identifikation mit dem Daumen oder was, es geht alles. So, und wenn ich das den Lehrerinnen und Lehrern dann vorschlage, dann sagen die, aber dann bin ich doch gar kein richtiger Lehrer mehr. Und dann haben wir wieder Bedürftige vor uns, die unbedingt andere bewerten müssen, die in dieser herausgehobenen Machtposition sich sozusagen erst als wichtig und bedeutsam vorkommen. Und das ist einfach nur traurig. Ja. Ja, aber genau an diesem Beispiel wird ja auch deutlich, wie schwierig so ein Prozess ist. Und ich denke, jeder, der uns jetzt zuhört und selber, ne, in Anführungszeichen sich identifiziert über ein Unternehmen, über eine bestimmte Stellung, die er oder sie hat, über ein, ich weiß nicht, was für ein Titel, dass das sozusagen mal ausprobiert werden darf, wie ist es denn ohne? Ne? Also wenn ich mich sozusagen nur mit meinem Vornamen vorstelle oder in eine Umgebung komme, wo man mich gar nicht kennt und wo ich vielleicht nicht vorher sozusagen meinen halben Lebenslauf erzähle, damit ich Achtung finde, sondern einfach mal ausprobiert, wie fühle ich mich denn in so einem neuen Feld und wie kann ich da quasi überzeugen, ohne dass ich sozusagen schon Vorschusslorbeeren einlädt. Ich glaube, dass sowas auch helfen würde, sich selber da anders mal zu sehen, ne? Das wird immer gesagt, und ich glaube nicht, dass das die optimale Strategie ist, weil die Leute verwurschteln sich immer wieder in ihren blöden Vorstellungen, weil die sind ja so sehr damit identifiziert. Das ist ja Teil ihres Selbstbildes. Und deshalb glaube ich, dass man eher versuchen sollte, Menschen einzuladen und zu ermutigen, sich mal selbst zu fragen, wie diese Lösung in ihr Hirn gekommen ist, dass sie zum Beispiel immer andere zum Objekt ihrer Bewertung machen müssen. Und dann habe ich herausgefunden, fast jeder kann sagen, wann er das erste Mal angefangen hat zu machen. Meistens als Kind zu Hause mit Mama und Papa. Und der kann auch die Notsituation beschreiben, aus der heraus er das gemacht hat. Mama hat immer gesagt, zieh dir die Schuhe richtig an. Und dann habe ich das erste Mal gesagt, blöde Mama. Wunderbar, das war's. Da ist es passiert. Und dann habe ich immer wieder blöde Mama gesagt, und dann habe ich noch andere Sachen gesagt, und dann habe ich noch andere gefunden, die haben auch ihre Eltern blöd gefunden, und dann haben wir versucht, uns sozusagen über die Eltern hinwegzusetzen und haben die dann klein gemacht, und ja, und dann haben wir die Peer Group auch noch beherrscht, und dann sind wir Führungskräfte geworden. Also jemand, der dann andere einfach beherrscht. Und wenn man das dann erkennt, dass das nicht angeboren ist und dass das auch nicht Teil der Persönlichkeit ist, sondern dass das eine Lösung war, die man gefunden hat und die dann leider auch noch immer erfolgreicher durchgezogen worden ist, und dass das eigentlich eine große Verwicklung ist, weil jetzt hängt man da drin fest und kann nicht mehr anders, weil man sich damit identifiziert hat. Wenn man das machen würde, dann könnten Menschen auf die Idee kommen und können sagen, nee, das will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr ein Gefangener meiner eigenen Vorstellungen und der einmal gefundenen Lösungen sein. Und dann sind sie ganz woanders unterwegs. Und das ist etwas, da müssen sie nicht irgendwie was ausprobieren, sondern da müssen sie eine Entscheidung treffen, ob sie so weitermachen wollen oder nicht. Und ich kenne Menschen, die haben sich dann entschieden, haben gesagt, Schluss jetzt, mach nicht mehr.
Und was sie dann sehen, ist, die werden auf einmal authentisch. Die werden frei. Die kriegen wieder ein Leuchten ins Gesicht. Die haben wieder Lust. So, und das ist Entwicklung. Sich aus den Verstrickungen herauszuwurschteln, in die man im Laufe des Lebens hineingeraten ist. Wäre toll, also, wenn wir noch mehr machen. Wir machen übrigens von der Akademie aus so ein, nennen wir es mal ein Hilfsprogramm für all jene, die sich gerne aus ihren Verwicklungen befreien wollen. Das dauert aber noch so bis zum Frühjahr, bis das steht. Und ist der Schlüssel dann wirklich Selbstreflexion oder begleitete Selbstreflexion? Ja, ne? Ich fürchte, es ist eine nicht begleitete, sondern eine unterstützte und gelenkte, also so ein bisschen so eine Planken, Leitplanken werden da seitlich aufgestellt. Aber den Prozess, den muss jeder alleine gehen. Also ja. Es kann niemand einen anderen Menschen verändern, das kann man nur selbst. Und das, man wird es nur wollen, sich selbst zu verändern, wenn man das gut findet. Und dazu muss man auch verstehen, dass das, was man da bisher für richtig gehalten hat, doch eigentlich eher eine Behinderung gewesen ist. Dass man als Bedürftiger umhergelaufen ist, getrieben von diesen ungestillten Bedürfnissen, dass man dadurch auch jemand war, der ständig andere gebraucht hat, um sich selbst aufzubauen. Und das ist doch viel schöner, als jemand zu sein, der nicht so getrieben ist und der bei sich ist und der anderen was schenken kann. Die Leute, das erkennt man dann. Das sind andere Menschen. Ja. Und ja, das ist aber nicht angeboren, sondern man kann sich verrennen im Laufe des Lebens. Und die großartige Möglichkeit, die wir Menschen haben, im Gegensatz zu den Tieren, die noch mit den Instinkten rumlaufen, die können sie nämlich nicht ändern. Die große Möglichkeit, die wir haben, ist, dass wir irgendwann erkennen, wenn wir uns so verwickelt haben und dass wir dann auch uns entschließen können, uns daraus zu wickeln. Und das geht, glaube ich, also wenn man so weit ist, dass man das will, dann ist es vielleicht wieder gut, wenn man noch 2, 3 andere findet, die auch so etwas machen, damit man da nicht so ganz allein als Grashalm im Wind steht. Weil das ist schon ein anderes Leben, was dann auf einmal entsteht. Es ist schöner, es ist attraktiver, aber man hat dann, ja, so wie einer mit Eigensinn in einer Masse dann auch bisweilen Schwierigkeiten hat und es dem auch leichter fällt, wenn er noch ein paar andere findet, die einen ähnlichen Eigensinn haben, dann geht es besser. Dass man sich wirklich die Umgebung sucht, wo die anderen Eigensinnigen da unterwegs sind und sich gegenseitig ein bisschen befruchten kann, vor allen Dingen auch immer wieder spiegeln kann, finde ich. Ne? Dass man, weil man, es ist ja ein Prozess, deswegen finde ich diese Leitplanken, die Sie gerade genannt haben, gut, dass man, es können Menschen sein, aber eben auch andere Situationen, in die man sich freiwillig auch mal begibt, um wieder Indizes zu bekommen. Oh, da ist ja noch was, ne? Weil das ist ja auch ein Prozess, dass man erkennt, okay, wo habe ich denn das eigentlich wohl? Und dann ist noch so ein Rest da oder plötzlich kriege ich dann, wenn ich dann da freigeschaufelt habe, komme ich an den unteren Bereich, wo dann noch wieder was liegt. Ne? Also das sind so Dinge, die logischerweise dann im wahrsten Sinne des Wortes so eine kleine Wühlarbeit in die tiefen Inneren des eigenen Ichs eingehen. Ne? Es ist ein beglückender Weg, weil man plötzlich anfängt, sich in seiner eigenen Blödheit zu erkennen. Ja, absolut, ja. Es macht Spaß. Also ich finde auch, es macht Spaß, es tut manchmal weh, überhaupt keine Frage. Man darf sich auch von Dingen... First cut is the deepest. Ja, okay. Also ich glaube, damit haben wir vielleicht denen, die uns hier zuschauen und zuhören, ein bisschen was zu denken gegeben, zum Nachdenken. Vielleicht auch ein bisschen Anregungen. Und ich freue mich, dass wir das so schön miteinander besprechen konnten. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Hüther, für die vielen fundamentalen Einsichten. Und wir hoffen, dass ganz viele diesen Weg gehen der Selbstentwicklung. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Ja, Ihnen auch. Ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss.